Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem Angezockt und zwar diesmal nicht alleine, sondern mit dem Jack Fleischhammer. Grüß dich. Hallöchen, schön mal hier im Angezockt zu sein. Ist ja nicht warm hier drin. Ja, ist angenehm. Ist angenehm, ja. Fällt mir wir gut. Spielen heute 8-Bit Army, die 8-Bit-Armee von Petroglyph. Thank you for the key, guys. And the ability to show this game in this little first look video. Thank you. Vielen Dank hier an den Wickler für den Key und wir schauen mal, was wir machen können. Wir haben uns überlegt, oder Jackie wollte unbedingt mich bekriegen, ne? Ja, richtig. Gesagt. Ja, ja. Es ist 8-Bit-Armee. Wir zeigen es einfach, oder? Wir starten einfach. Ja, wir starten jetzt einfach. Okay, du kannst irgendwie noch einen Haken setzen oder nee, ich kann jetzt Start sagen, wa? Keine Ahnung, ich kann einen Haken setzen, aber ich glaube, das macht keinen Sinn. Okay, ich mach Start. Mach mal, ready. Nee, ich kann nicht starten. Ach so, weil ich ready bin. Jetzt bin ich ready. Ja, genau. Und jetzt Start. Auf die Fresse. 8-Bit Army ist Start. Macht er was? Er lädt. Cool. Achtung, er kommt. Gut, ja, jetzt. Achtung, jetzt. Rivertown spielen wir jetzt. Echtzeit, Endzeit, Strategiespiel. Genau. Hier, es ist eigentlich ganz eindeutig CNC, oder? Muss man schon so sagen. Es ist schon ziemlich ähnlich. Auch so die Seiten, also hier die so das Hub hat, das UI. Constructing. Finde ich auch schön, die Stimme der Dame. Wichtig ist erstmal Geld, Minas. Geld ist immer wichtig. Ja, ja. Und es wäre schön, wenn du mich nicht töten würdest. Nicht direkt, sagst du. Weil ich will dich töten. Ja, wir haben so eine halbe Stündchen. Braucht man direkt einen Powerplant? Brauchen wir erstmal nicht, wenn man das mehr so. Zack. Constructing. Das Ganze ist eine Voxel-Engine, wenn man hier mal rangeht. Normalerweise kann man ja auch Anti-Aliasing anmachen, das führt aber derzeit noch zu Problemen mit OBS. Also wenn man so spielt, ist alles fein, aber wenn man OBS abgreifen will, darf man kein Anti-Aliasing anmachen. Und ist aber nicht so schlimm. Constructing. Wir zeigen euch Barracks das jetzt hier so. Completed. Also man hat hier auch eine Stromanzeige. Ganz rechts. Muss ich erst eine Weile suchen, bis ich die gefunden habe. Ja, hier, dieser Balken. Das kennt man noch von dem alten CNC. Ja. Das ist schon relativ lang her, aber... Genau. Ohne Strom funktionieren zwar deine Einheiten noch. Also du kannst noch Einheiten bauen. Ja. Aber deine Abwehrmaßnahmen funktionieren nicht. Du kannst hier auch so eine Turrets bauen. Machine Gun Turrets und Rocket Turrets. Kann ich hier oben noch? Ach nee, da kann ich nur den Harvester zentrieren. Ich kann reparieren und ich kann verkaufen. Gibt es einen Shortcut für reparieren? Nö. Sieht nicht so aus. Nee. Sonst für die Einheiten hat man das ja, ne? Ja, nee, für die. Achso, für die Einheiten? Shortcuts? Keine Ahnung. Weiß nicht. Nein, um zum Herzustellen. Man sieht ja auf den einzelnen Flecken Q, E und so weiter. Ja. Was ich gerade überlege, nicht. Kann man einen Ausstiegspunkt. Ah, kann man ja. Also einfach das Gebäude anklicken, okay. Dann kann man kannst du wählen, du kannst festlegen. Auch mit dem Ausstiegspunkt kannst du auch direkt die Einheit anwählen, also zu welchen die laufen soll. Und wenn du die bewegst, was bewegt meinst du? Also diesen Ausstiegspunkt kannst du auf eine Einheit setzen. Und dann, egal wo deine Einheit hinfährt, läuft der andere, die gerade gebaut wurde, hinterher sozusagen. Sehr interessant. Ansonsten Tech immer wichtig. Was? Tech? Tech. Immer schön pumpen. Weißt du? Pumpen. Ein Tech-Lab, meinst du? Ja. Damit kannst du dann die Turrets bauen. Und dann geht's hart los. Im Moment fehlen mir ein paar Credits. Deswegen sag ich, ruhig mal zwei Raffinerien. Wie scrollst du? Du kannst ja die rechte Maustaste. Nee, das war falsch. Beweg dich dahin. So. Nein, dahin. Den Bildschirm scrollen. Man kann aufs Mausrad drücken, dann kann man so hin und her fahren. Das ist ein bisschen sanfter. Man kann aber auch die Cursor-Tasten verwenden. Nö, ich benutze, also wenn ich mit meiner Maus nach oben oder nach links, rechts an den Bildschirmrand hier. Dann scrollt er. Mir ist das ein bisschen schnell. Kann man das eigentlich einstellen? Dass er kann man so einstellen. Options. Hier los. Map View Scroll Speed. Oh, ein bisschen langsamer. Resume. Ja, das ist besser. Ich bin beim AWSD, ist mir ganz angenehm irgendwie. Das zappelt zwar ein bisschen, man kann aber auch aufs Mausrad drücken und hin und her wischen, das ist so ein bisschen langsamer. Also es gibt da vieles. Es ist eine Hommage an die alten CNC-Teile, also an die als CNC noch von Westwood gemacht worden ist. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch. Auf jeden Fall. Gesuchtet. Allerdings nie online, immer nur gegen
Computergegner. Oder gegen auf LAN-Partys. Ja. Damals. Mit BNC-Kabel-Verbindungen. Es war ein Fest. Weißt du eigentlich, welches das erste Spiel war, was ich im LAN gespielt habe? Im LAN? Okay, was? Ja. Warcraft 1. Oh. Hart, ne? Übrigens, Warcraft ist an mir vorbeigegangen. Ich habe nie Warcraft gespielt. Na, nur Warcraft 1 und 2 dann schon gar nicht mehr und 3 sowieso nicht. Und World of Warcraft niemals. War nicht mal Account. So, ich mach mal hier Platz vor der Hütte bei dir. Was? Wo bist du hier? Ich sehe nicht, wo du bist. Nee, so Absicht. Ah. Freund. Don't fuck with the fucker. Was machst du denn ja jetzt? Kommst du mir jetzt? Das ist ja wohl ein Witz. Was denn? Denn du hast ja mich angegriffen gerade. Das ist ja, ja wie eine Verletzung der Genfer Konvention. Wir müssen unbedingt Sachen gemacht werden. Ach, der hat es noch nicht gerafft. Der hat auch ganz interessant. Was kannst du denn hier Siedlung machen in der Stadt? Warum kannst du hier. Oh. Oha. Oha. Der Freund hat schon richtig Panzer hier. Jetzt nicht im Ansatz gerechnet. Oh, jetzt aber. Eieiei. Du reibst mich ganz schön auf. Die Panzer. Die Panzer. Oh, hier liegen ja Kisten. Die will ich mir mal holen. Ah, du kannst hier auf dem Gelände, kannst du dir Sachen einsammeln? Ja, aber weil ich gerade eingesammelt habe, war eine Bombe und noch irgendwas anderes. Sehe ich gerade, 2,59. Jack Fleischhammer Atombombe. Ach nee, die habe ich gerade gebaut. Achso. Dafür brauchen wir mehr Strom hier. Warte mal, könnt ihr das so machen? Ich hab so ein leichtes, wie heißt die Ressource hier eigentlich? Öl? Ja. Keine Ahnung, sieht so aus, ja. Das ist eine Ölraffinerie. Gibt's Upgrades fürs Headquarter? Gibt's nicht, ne? Ne, gibt gar keine Upgrades so weiter. Kannst du es mal lassen? Ja, klar. Die sind gerade frisch gebaut. Assi. Die Farbe ist neu. Genau. Gibt hier keinen Knopf, wo ich alle Einheiten anwähle. Das ist echt ein bisschen doof. Gibt's kein Z oder so, wie es früher mal so? Nee. Ich weiß nicht, dass ich wüsste. Also mir fehlen so ein bisschen die Credits. Hat jetzt aktuell noch kein Problem. Wollte jetzt auch noch eine dritte Raffinerie hinsetzen. Was auch immer gut ist, um die Wege zu... Ach, du kannst... Ich habe immer mehr Harvester einfach gebaut. Nee, die warten ja denn vor der ist ja denn verschwendete Zeit quasi. Ach so, verstehe. Ja, ich hab noch zu lernen. Ein neues Headquarter kann man auch erst bauen, wenn das alte kaputt ist, glaube ich. Okay. Headquarter, okay. Dann gibt's die Rocket Turrets und die Machine Gun Turrets, um zu verteidigen. So viel gibt's noch gar nicht, gell, an Einheiten im Spiel. Naja. Also das aktuell ist noch ganz... Das Ganze kostet übrigens irgendwie aktuell 13 Euro ein paar zerquetschte auf Steam. Ne? Link findet ihr wie immer in der Beschreibung. Also falls ihr Interesse habt an einer kleinen, ja, ein kleiner Ausflug in die Vergangenheit. Macht auf jeden Fall Bock. Muss ich sagen. Was? Structure sold? Oh nein, ich habe einen Fehler gemacht. Naja. nee, ich habe keinen Fehler gemacht. Das war richtig. Ich wollte eine Raffinerie bauen. Bauen wir einfach noch eine. Baue ich direkt hier oben hin. Was hat die gekostet? 600. Das heißt, da habe ich genügend. Das heißt, jetzt werden auch noch Einheiten nachgebaut. Du bist ja auch StarCraft erfahren. Das ist ja eigentlich auch sehr unfair. Eigentlich schon. Ja. Wie die Schlinge sich enger zieht. Wieso kann ich keine... Achso, ich muss die ja so bauen, ja. Kann man die eigentlich irgendwie drehen? Gut, ich hab gesagt, schieß mich nicht kaputt. Und was macht der? Komm, mach dir einen Tank Rush. Ich mach hier überhaupt keinen Tank Rush. Natürlich. Nee. No tanks inside.
Naja, nur mit einem kleinen... Au! Oh, hier, guck mal, Turret! Was ich vorhin erst verstanden habe, ist, dass diese Infanterie mit der unfassbar großen Minigun sehr gut gegen Gebäude ist, weil die Granaten schmeißen gegen Gebäude. Das ist sehr nett. Ich danke dir auch für diesen Hinweis an dieser Stelle. Jetzt sehe ich langsam die Raffinerie da oben. Könntest du das mal lassen? Oh. Du Assi! Aber ist nicht so effektiv hier im Gebäude. Meine Harvester! Guck mal hier, wie ist sie? Warte mal, ich mach mal Strom aus. Nein! Okay, mit den Harvestern kannst du übrigens meine Leute überfahren. Rein informativ. Ich jag dich! Du Arsch! So. Oh Mann, Mist. Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Du hast mich hier voll zerrieben. Oh, geil. Oh Mann. Ah, die stressen ja schön da drin, ne? Direkt mal stehen lassen. Du brauchst wieder Strom. Nee, jetzt bist du ruhig geworden. Nee, ist schon okay. Was ist los? Dieser kleine, dreckige Fleischhammer. Das Ding ist, es hilft doch nicht, mehr Produktionsgebäude zu bauen, weil du immer nur einen produzierst, egal wie viel du hast. Du kannst praktisch nicht mehrere. Probiert mal mit einem Atomreaktor, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Nein, du kannst nicht mehrere hier, wie heißt das, in Kasernen bauen und dann kannst du 10 gleichzeitig bauen oder was? Ja, nee, funktioniert nicht. Also, ich kann mich jetzt auch irren, aber das war die Krause gefunden habe, oder? Gefühlt. Ich habe auch gemerkt, so ein Mix aus Rocket Infantry und Armored Car und ein paar Panzer. Mhm. Und wenn du dennoch aus der Luft kommst, ich sag mal, quasi low. Das ist jetzt so ein Hinweis. Mhm. 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 Genau. Hast du gemerkt, ja? Constructing. Unfassbar viel Geld. Naja, das war so ein bisschen mein Problem, um hier großartig Gas zu geben. Ich habe irgendwie gerade 4 Harvester, 3 Raffinerien. Naja, verstehe schon. Okay, siehst du, guck mal, 2 Nuklearanlagen heißt auch nicht, du kriegst 2 Missiles, sondern du hast nur eine Missile. Wie kann ich meinen Range denn erweitern? Denn Range? Ja, dass ich weiter nach unten bauen kann, in die Stadt rein oder sowas. Du musst da was bauen halt. Okay. Also, ich weiß nicht, wie weit man voneinander entfernt sozusagen bauen kann, aber... Ja, ich verstehe. Und damit er sich einfach der Bereich sich erweitert, ja. Genau. Das ist so schön, dass wenn du mal ruhig bist, weil du dich echt konzentrierst halt, ne? Ja, ich ne. Ja, ne? Okay. Ach nee, warte mal, das lassen wir mal hier. Du bist so ein Arsch. Wieso denn? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Du hast dich so entwickelt. Hast dich so entwickelt? Puff, puff. Oh.
Oha, das ist ein ganz schön harter Kampf jetzt gerade. Ach, das war Quatsch. Oh, alle Hubschrauber weg, oder was? Oh. Im Ernst? Wie hast du denn das gemacht? Ja, fragen wir mal nicht. Hubschrauber, wie ich sie weggemacht habe. Ja. Ja, was ist los, du? Oha. Oha. Auf hier Reven. Wer streut er denn mehr drauf? Ja. Schon Konzentration. Das ist wie bei Fisch und mir. Da war auch immer Konzentration ist hell, ey. Selbst Fischi, der sonst immer am Rumschreien ist, meinst du? Die Welt aus den Angeln hebt mit seinen Worten. Hat nichts gesagt. Auch mal ganz entspannt, sag ich jetzt. Oh, für dich. Ne? Ich find's ein bisschen schade, dass du nicht mehrere Sachen gleichzeitig bauen kannst, weißt du? Ja, das stimmt. Mich allerdings. Ich würde mal behaupten, du bist der Gewinner aus. Aus diesem Match? Aus diesem kleinen Matchup gewesen jetzt, ja. Wieso? Achso, du meinst jetzt. Mit dem Angriff meinst du jetzt? Ja, genau. Du musst mich ja wieder aufbauen. Es stimmt bei mir die Kohle noch. Das ist echt nicht schlecht. Ja, ab einem gewissen Punkt geht's. Also. Ich find's ganz witzig, dass sie sowas gemacht haben. Ich meine, das ist ja. Es kommt ja aus einer Zeit, ne? Da haben wir beide mit YouTube noch nicht dran gedacht. Geschweige denn ich YouTube noch nicht geguckt. Mal überhaupt noch. Genau, wollte gerade sagen. Geschweige denn geguckt, ja. Übrigens, Engineers sind gut, weil die deine Leute und deine. Ach, die Leute reparieren sie auch? Ja. Ach, es gibt keine Sunnies, ne? Ja. Okay. Can repair all other units, ja. Constructing. Was machst du eigentlich, wenn du kein Raffineriefeld mehr hast? Das ist das Spiel vorbei. Also. Sind ja auch auf dieser Map jetzt nicht unbedingt viele. Nee. Bei mir sind schon zwei abgeerntet. Mir ist komplett eins abgeerntet, ja. Ich habe jetzt nochmal zwei Harvester nachgeschoben. Und die sind schon ziemlich weit entfernt am Harvesten, muss ich mal sagen. Ich werde mal noch zwei nachschieben, einfach der Vollständigkeit halber. Hier ist der Ausstiegspunkt nicht mehr gesetzt. Hier vorne staunen sie schon. Mal. Du Assi! Meine ganzen. Habt ihr das gesehen, Zuschauer? Jetzt wundert ihr euch, warum wir Beef haben. Das war für die Factorio-Folge Nummer 4. Ah, okay. Die ersten zwei Minuten. Verstehe. Bestand der Leute, ja? Ich hab nämlich Jarosch gesehen. Ich hab einfach mal blauen Dunst drin gehalten. Ich hatte meine ganzen Leute gesammelt. Ja, das meine ganzen Einheiten, Fahrzeuge. Alles weg, oder was? Mhm. Freut er sich. Nee, ist nice. Cryos Pool und Radar. Siehst du, muss man einen Radar noch bauen, dann haben wir alles. Dann kannst du nämlich Artillerie bauen. Wieso machst du nicht hier? Geh doch hier hin. Nee, warte mal, das breche ich nochmal ab. Structure sold. Oha. Constructing. Also man müsste sich noch so erweitern können. Dass man woanders noch Raffinerien baut oder so. Ja, ich verstehe nicht, wie komme ich jetzt an die anderen Flecken? Also, weißt du? Die fahren da automatisch hin. Ah, okay. Wenn die abgearbeitet sind oder abgeerntet sind, dann fahren die automatisch weiter. Natürlich ist der Weg ewig lang, deswegen brauchst du dann mehr, einfach um diese Zeit zwischen zu überbrücken. You know? Mhm. So ist nämlich jetzt gerade bei mir. Money is low. Checks sind nicht mehr free. Da zitiert er hier mal ganz eben Dire Straits. War ich im Konzert damals in der Festhalle? Nee. Jo.
Also nicht Dire Straits, weil Dire Straits, weiß man ja, ja. Dire Straits ist ja schon länger nicht mehr zusammen, aber das war damals mal Knopfler, also war cool. Und ich bin damit aufgewachsen mit der Musik. Mark Knopfler? Mark Knopfler, das ist der Chef von The Dire Straits. Ah, okay. Der hat damals mit seinem Bruder noch zusammen gemacht und der ist dann irgendwann aus der Band ausgestiegen. Ja. Ja. Beim Bruder hieß es immer das Sofa-Lied. So far okay. Away. Ne? Sofa. Mach nochmal das Sofa-Lied. Ja, jetzt hab ich draus gelernt, mein Freund. Echt? Jetzt hast du wirklich, ja? Ja, natürlich. Denn du bist so gerade im Schwelgen in Erinnerung, da dachte ich mal. Ja, schon. Ist halt ein Arsch. Ich kann doch einfach mal was machen. Da hast du auch keine Möglichkeit, was gegenzusetzen, ne? Nee, gar nicht. Und wenn du Pech hast, dann setzt er sie falsch. Also ich habe vorhin gegen Computer 3 oder 4 Mal alles verloren, einfach weil er zum richtigen Zeitpunkt die olle Nuke gesetzt hat. Ich finde es echt schade, dass ich jetzt nicht gleichzeitig, was ich, ein Gebäude bauen kann und dann noch ein Abwehr, weißt du? Ja. Guck mal hier, hat es auch drauf gekommen, dass er die Abwehr weiterbauen kann. Constructing. Rocket turret complete. Constructing. Ah, da sind noch mehr. Oha. Oha. Schön ist der Rocket Turret. Ist nicht nur gut gegen fliegende Einheiten, sondern auch gegen Panzer und so. Okay. Einfach mal. Alles. Für die Harvester aushalten, ne? Mhm. Hat er nicht hier um Einheiten gehabt? Nee. Oh nein. Och, der fährt da durch, der Haus, das macht. Killer. Nein! Check der Olli Ossi. Olli Ossi. Oder Olli Ossi. Komm, Jungs. Jetzt einfach mal nochmal richtig. Nochmal richtig beißen. Nein! Ich hatte auch gar keine Zeit zum Üben bei dem Spiel. Naja, gut. Hast wohl recht. Ja, was haben die denn für rote Punkte um drunter, die. Ach, das ist das Ziel oder was? Hier, Mist hier. Und so viele Raketenturrets hier. Die hauen mir schon wieder alles weg. Es ist nicht zu fassen. Na gut, ich hab noch ein paar Panzer. Okay. Nicht einfach zu rendern? Der Mann ist kaputt, liebe Zuschauer. Daumen runter für Jack Fleischhammer, danke. Ja, ich würde sagen, das war ein kleines Angezockt zu 8-Bit Army. Die 8-Bit Army. Und jeder, der sich angeklickt hat, wusste vorher, wie es aussehen wird. Ja, du bist ja auch Strategie erfahren, ne? Da muss man schon so sagen. Muss man sagen, ja. Ja, stimmt schon. Dass ja. Da auch
Das Ganze hat übrigens eine richtige Kampagne. Ihr könnt also in der Kampagne spielen, ihr könnt kooperativ miteinander spielen. Gibt es, glaube ich, 12 Missionen aktuell. Ja. Ja. Hatten nicht mehr so viele Einheiten, also wir haben fast alle auf dem Feld gesehen. Es gibt noch einen MG-Helikopter, der allerdings nicht so gut ist. Es gibt noch einen Air-Transport-Helikopter. Und zu guter Letzt. Man sieht ja auch in der Übersicht, alles was ausgegraut ist, kann man rein theoretisch bauen. Kann man nochmal hier eine Missile reinsetzen. Nein! Gnadenlos rammt er mich. Oh. Game over. Schönes Bild. Absolut. All your base are. Was? Belong to us. Ja, sehen wir noch Statistiken. Minis hat aber mehr Einheiten gekillt und dafür ist er Sieger der Herzen. Wir sagen vielen Dank nochmal an den Entwickler. Ja, und. Hat einfach nicht so viele gebaut. Naja, siehst du. Hä? Units killed, 144, nice. Ja. Ah, Structures Build, ich habe 28. Ja, Units create 107, gut, stimmt, ich habe weniger, aber naja. Du hast mehr Ressourcen gefarmt. Mhm. Gut, du hattest auch an. Das muss man auch so sagen. Wir sehen uns nächsten angezockt wieder. Und wenn es euch gefallen hat, lasst uns auch noch oben da. Wichtig ist, noch viel wichtiger ist natürlich auch eure Meinung in den Kommentaren zu so einem Spiel. Mich hat es sehr stark an die alten Zeiten erinnert und deswegen finde ich das Spiel auch sehr sympathisch. Und wir sehen uns dann zum nächsten angezockt wieder. Bis dahin. Bis dahin, tschüss.